Kingdom Come Deliverance. Es geht weiter und der arme Mensch hier. Tja. Wir haben ihm geholfen, so gut wir konnten. Und jetzt sehen wir mal zu, dass wir da nicht auch landen. Wir könnten hier eine Aktivität starten. Ich würde das fast mal machen. Bevor wir da oben Schmuck der Burgherrin klauen. Hier sind auch noch Auftraggeber. Und in diesem ganzen Clowns-Bereich waren wir noch gar nicht. Ich möchte mal gerne gucken, was der so kann. Also was das ist. Scheiße. Hau ab. Okay. Das war sehr, sehr deutlich. Dann warte ich mal bis kurz vor 8. Dann können wir mal schauen, was da passiert. Wir sind gerade in Rathai übrigens, nicht wahr? Und der Typ hieß Alex und ich google das gerade. Rathai Alex. Was kann er denn eigentlich? Kann er was? Er kann was. Er ist ein Flüchtling auf jeden Fall von Scarlet, aber es kann uns gleich eigentlich selbst erzählen. Ah, ich glaube, der will ganz viel zu essen haben. Das würde wieder. Okay, weg. Das würde wieder Jagd bedeuten. Mal schauen. Wie läuft's? Ja, ganz gut bei dir. Weißt du, was wirklich geschehen ist? Was weiß ich. Die Herren gehen sich gegenseitig an die Gurgel und wir müssen es ausbaden, wie immer. Die waren wohl hinter den Silberminen her, was? Wie geht es euch? Könnte besser sein. Sei froh, dass Herr Ratzig dich in seinen Dienst stellte. Wie ich hörte, gehst du sogar mit Herrn Carpon jagen. Ach, das war nur einmal. Ich bezweifle, dass wir das bald wiederholen werden. Ah, schade. Denn eigentlich wollte ich dich um einen Gefallen bitten. Bestimmt weißt du, dass es hier viele hungrige Mäuler zu stopfen gibt. Also dachte ich, du könntest helfen. Ich bin kein Wilder, ich kann nicht alle Flüchtlinge versorgen. Hä? Sag das doch nicht. Meinst, ich soll in den Wäldern für dich jagen? Bist du verrückt? Das ist Wilderei. Nein, nein. So war das nicht gemeint. Die Städter gieren nach Wildbret. Sie wollen leben wie die Blaublütungen. Verstehst du? Ein paar Bürger haben mich schon gefragt, ob wir unser Glück in den Wäldern versuchen wollen. Sie haben uns im Gegenzug Vorräte versprochen. Mehl, Schmalz, Eier und dergleichen. Aber wir können das Risiko nicht eingehen. Wir sind ja so schon unbeliebt. Wenn sie einen von uns erwischen, knüpfen sie ihn am erstbesten Baum auf. Aber du gehörst Herrn Ratzis Garnison an und gehst mit Herrn Hans auf die Jagd. Deshalb dachte ich... Ja. Ich kam mit einer Schlägerei mit Herrn Hans durch, also werden sie mich wegen ein paar Hasen schon nicht aufknüpfen. Danke, Heinrich, das weiß ich zu schätzen. Der Schneider bat mich um ein paar Hasen, um für einen Händler ein Festmahl zu bereiten. Alles klar, ich bringe dir welche. Hab Dank. Du bewahrst uns vor dem Hungertod. Mach's gut. Okay. Und ich sehe gerade, ich habe selber auch Hunger. Also futter hier mal irgendwas, was abläuft. Das kommt weg. Das kommt weg. Und zack. Das sollte erstmal reichen. Also Hasen. Die gibt es ja eigentlich wirklich überall. Wo waren wir denn mit Herrn Hans nochmal jagen? War das nicht hier irgendwo? Ich meine, ich könnte ja dorthin und dann mich hier oben umgucken oder sowas. Ja, ich glaube, das mache ich jetzt einfach mal. Da hinten ist nämlich genug Quatsch. Und wenn ich jetzt andere Tiere finde, würde ich die auch gleich mal erlegen, denn ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht bei ein paar Hasen bleiben wird. Wo ist dein Problem, Heinrich? Kommst du da nicht weg? Und vielleicht sind wir auch bald krass genug, um so ein paar Banditenlager auszuheben. Also ich glaube noch nicht. Und ich habe vergessen, mir Pfeile zu kaufen, wie immer. Festmahl für die Bettler. Mal schauen, was wir hinkriegen. Ich glaube, man könnte jetzt auch einfach Hasenfleisch kaufen, aber das wäre sowas von teuer. Pferd. Ja! Auf zur Hasenjagd. Boah, zwei Sachen, die richtig nerven. Die Fackel und die AfD.
So. Ja. Wo gibt's denn hier lecker, lecker Hase? Was ist das denn hier? Interessanter Ort. Gibt's aber nichts, ne? Also doch ein relativ uninteressanter Ort. Hasen, Hasen? Ja. Ich meine, Hasen sind eigentlich sehr, sehr häufig vertreten. Da mache ich mir eigentlich gar keine Gedanken, gar keine Sorgen, dass wir nicht früher oder später einen Hasen finden. Aber vielleicht bin ich einfach nur zu blind und links und rechts sind schon ganz schön viele gewesen. Ja. Das meine ich nämlich. Ich muss Pfeile auswählen. Nummer den. Und da ist doch schon Nummer 1. Geil. Mit Ankündigung. Wie viel will er denn haben? Oh, was 70, Alter. Bin ich die Wohlfahrt? No. Oh, wie dumm. Sind das zwei? Hä? Ich hab dich doch erwischt. Nein! Na also. So, da drüben war noch ein Bogenschütze. Da ist, ich sehe ihn sogar. So nix. Habe ich ein bisschen krassere Pfeile? Ah, schon nur zwei Stück. Und ich sag noch, ich hätte die mitnehmen sollen. Na, um den kümmere ich mich gleich. Oder kann ich den vielleicht mitnehmen? Mit dem Schwert wegboxen? Na, ich lasse es lieber. Wo ist er denn? Ach, scheiße, nee, wie dumm. Wie dumm. Da ist ja noch einer. Oh mein Gott. Oh fuck. Nein, scheiße. Was? Das gibt's nicht. Oh mein Gott, wieso verfehlt er denn auf 2 Zentimetern? Boah. Das war ja mal maximal knapp. Puh. Kumanischer Bogen, ich nehme mal alles mit, was er hier hat. Eieiei. So gespeichert ist, wenn es noch einer mich angreift, ist es nicht so schlimm. Ah, das noch umso besser. Oh. Manchmal glaube ich, dass das Spiel irgendwie so verzieht. So. Wo war denn jetzt der andere Sack? Dann ist noch ein Hase. Hier ist der Bogenschütze, da ist der andere, super. Ah, geil, jetzt läuft's wieder. Also, das wird weggenommen. Ja, 70 von 70. Und jetzt plündere ich den nochmal aus und dann geht's zurück. Kriegt er auch sein Festmahl. So. Das nehme ich noch. Das nehme ich noch.
Jetzt bepacke ich mein Pferd mit dem ganzen Schund. Diese Schilde sind doch einfach nur so scheißen schwer. So, kann ich davon irgendwas brauchen? Nö. Die Sachen kann ich auch ohne schlechtes Gewissen verkaufen. Sehr gut, kumanisches Kettenhemd. Bisschen unorthodox vielleicht, aber... So. Haben wir uns doch noch richtig schön aufgerüstet. Oh, Hasenfleisch, ja, das ist natürlich schwer. Aber das werden wir gleich sowieso los. Das Siegel... Ah, den brauche ich ja nicht mehr, ne? Na, dann hau ich in meine Jackentasche. Die Satteltasche. So. Und ich weiß, dass da noch einer war. Bevor ich jetzt irgendeine Scheiße baue. Da hinten ist noch ein Hase, das ist jetzt aber egal. Ist das da ein Typ? Ne, ist ein umgekippter Kessel. Oh. Ach, da ist er. Ach du Scheiße. Riskiere ich das oder nicht? Vielleicht, wenn ich einen sehr guten, diesen verbesserten Spitzpfeil auf ihn losjage. Haut er ab? Der haut doch nicht im Ernst ab. Na gut. Ohr eines Kumalen auch gleich mal wieder mitgenommen. Na, wenn sich das nicht lohnt. Schöner Tag. Nein, mein Pferd kann nicht mehr tragen. Ah. Dann muss ich jetzt den ganzen Plunder, der halt wertlos ist, den muss ich jetzt hier liegen lassen, oder wie? Das liegt aber auch im ganzen Hasenfleisch. Kann ich den aufsitzen? Das muss ich da manuell hinreiten. Das wäre jetzt nicht so schlimm. Bevor will ich das Lager noch ausnehmen. Du bist safe, ich habe schon genug von dir. Okay. Nehme ich mal alles mit. Was ist das? Ist nix. Na, sonst ist hier nicht viel zu holen. Ja gut. Ich würde jetzt fast mal zum Müller reiten und versuchen, ihm das zu verkaufen. Wie komme ich da denn hin? Schnellreise geht dann nicht, ne? Scheiße, ich trage so viel. Verdammte Axt. Was ist denn hier wirklich wertlos? Das zum Beispiel. Das war auch richtig schwer. Bürgerliches Kleid ist auch Quatsch. Kettenpanzer ist auch nichts mehr wert. Das kommt jetzt weg. Jetzt muss ich schon ein ganzes Stück wieder auf mein Pferd laden können. Ja, komm, das Schild lasse ich jetzt. Das ist ja nun wirklich Quark. Das ist auch Quark.
Das ist auch Quark. Das bringt auch nicht viel. Das ist sehr gut, das würde ich gerne behalten. Das ist Blödsinn, das ist Blödsinn. Na komm, das schauen wir doch noch. Mist. Geil. Yes. Und ab geht die wilde Fahrt. Die könnte es auch den Müll einfach da direkt verkaufen. Mir gefällt die Route überhaupt nicht, die er da nimmt. Ah. Okay, sieht doch gut aus. So. Und jetzt wird mal aussortiert. Immer will er wieder wetten, kommt bestimmt gleich wieder so ein Spruch. Ups. Was mache ich mit den gestohlenen Sachen? Niemand wird sie mir abkaufen. Gestohlene Waren zu kaufen, zu verscherben, ist ein Verbrechen. Aber wenn sie wertvoll sind, kann ich mich drum kümmern. Nicht, dass ich dir den Kram abkaufen würde, aber ich könnte ihn für dich aufbewahren. Und du bekommst einen Finderlohn. Wenn jemand also etwas verliert und ich es finde, kann ich es zu dir bringen, damit du es aufbewahrst? Und ich bekomme Silber dafür? So sieht's aus, Bursche. Ja, dann will ich das jetzt machen. Ja, wieso kann ich das nicht? Ach da, oh, ich bin doch doof. Ich habe hier Dinge, die ihren Besitzern abhanden gekommen sind. Aha. Mal sehen, was wir da machen. Also verkaufen. Ah, ich habe die schon aufs Fett geladen, ich Dummchen. Schupsi. Was? Ist ja gerade geschwebt. Und wo war gerade dieser hübsche Typ hier mit der Mütze? Den hab doch nicht nur ich gesehen. Ich nehme jetzt erstmal alles vom Pferd. Nein, jetzt habe ich es fallen gelassen. So. Oh, bin ich langsam jetzt. Jetzt muss ich den aber kriegen hier. So. Ich habe hier. Naja, wissen wir. Verkaufen Waffen. Der kann schon weg. Jagdschwert kann weg. Kumanscher Bogen kann weg. Teilschild braucht kein Schwein. Oh, der ist gut. Wieso ist der denn so gut? Okay, dann kommt das weg. Der ist auch gut. Hä? Bin ich überhaupt nicht richtig ausgerüstet? Wie dumm ist das denn? Okay, die Sachen kann... Okay, ich geh jetzt erstmal nach dem Preis. Oh Mann, der gibt mir echt nicht viel dafür, ne? Das ist schon so ein bisschen traurig. Naja, okay, es geht ja eigentlich. Das kommt auch alles weg. Humanischer Helm kommt weg. Abgenutzt sieht sogar noch richtig, relativ gut aus. Jagdschäfe kommt weg, Helm auch. Das kann ich sowieso nicht anziehen, das kann eh weg. Ja, und das ist alles irgendwie noch Kleingemüse hier unten. Hm.
würde ich auch alles selbst behalten. Vor allem die Würfel. Ja, das ist ja schon mal was. Kann ich auch was kaufen? Brauche ich alles nicht, wa? Schatzkarte 7 habe ich selber. Nö. Da kann man auch mal auf Jagd gehen eigentlich. Na gut, dann das nehme ich noch mit. Oh, passt. Und den Rest schmeiß ich jetzt einfach mal geschwind in die Kiste. Ach so, genau, das wollte ich noch checken, ob es eigentlich wirklich besser ist, was ich ja mir gekrallt habe, Tatsache. Ich bin auch dämlich, jetzt habe ich mir wieder mein Pferd damit beladen. Ah, so. Also, das kommt weg, weg, weg. Nahrung behalte ich erstmal. Die Würfel, schwierig, wenn die geklaut sind, würde ich sie doch erstmal wegpacken. Genauso wie der Gildensiegel. Die beiden kommen nochmal weg. Bin noch ein ganzes Stück zu schwer. Naja, so viele Verbände werde ich auch nicht brauchen, glaube ich. Was war das denn gerade durchs Bild? Hasenfleisch. Ja, ich muss das Hasenfleisch jetzt mal loswerden. Wein brauche ich nicht. Unbekannter Trank ist nie eine gute Sache. Das sollte jetzt erstmal reichen. Ich bin noch ein bisschen zu schwer. Aber es ist nur halb so schlimm, denn ich schnappe mir jetzt das Pferd und bringe jetzt die Sachen weg. Ja, das Badehaus. Habt ihr das überhaupt schon entdeckt? Mal ernsthaft. Weiß man nicht. Aber irgendeinen Huhn habe ich gerade fast umgefahren. So, und nebenbei trinke ich mal einen Schluck. Wenn das mal nicht romantisch ist, so ganz entspannt ein bisschen durch die Gegend reiten hier in Kingdom Come. Perkstein, die Burg. So, wo ist er denn? Da. Gott sei mit dir. Ich habe hier Wild für dich. Wunderbar. Zeig mal, was du hast. Danke, Heinrich. Ruf verschlechtert? Viele Vorräte. Ich habe wieder einen Auftrag. Der Fleischer hat in der Schenke geprahlt, er würde das beste Wildschwein in Pilzsoße machen. Und nun wollen die Leute beweisen. Du brauchst also Wildschwein? Ja. Und wenn du schon dabei bist, kannst du auch gleich ein paar Pilze sammeln. Als nächstes soll ich es auch noch kochen. Auf bald. Aber das machen wir ganz sicher nicht mehr jetzt. Sondern in der nächsten Folge. Wie soll ich das eigentlich machen? Soll ich jetzt hier speichern? Das ist ja auch irgendwie dumm. Tja, jetzt ist es passiert. Bis denne.